Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Wolfenstein 3D Episode 6 Level Nummer 7, wo wir uns um 14 Geheimnisse kümmern. Eieieiei. Und hinter dem letzten Erker links verbirgt sich ein blauer Soldat und rechts ein weißer Offizier. Deswegen Obacht. Hier kommen jetzt gleich drei normale. Und der letzte. Zack. Also nicht der letzte Soldat in Summe, sondern an sich. So, dann war das hier. Genau, die können wir gleich drücken. So, jetzt können wir noch ein bisschen mehr Munition hier aufsammeln. So, und jetzt wird es ein bisschen eklig. Hier kommt gleich ganz, ganz fieses Labyrinth. Mein Leben. Und die stehen gerne mal direkt vor einem. Jetzt haben wir erstmal den Schatz hier ein. Oh Gott, das Ding, ja. Und wo kommt er? Ne? Da ist er. Man muss hier tierisch aufpassen. Das selbst auf leicht. Genau wegen sowas. Plötzlich stehen da welche. Bäm.
Aha, hier ist die silberne Tür. Nee, noch nicht. Ja, ihr habt das schon richtig gemerkt, das Gebiet hier ist riesig. Gucken wir uns gleich nochmal auf der Karte an. So, hier sind wir, glaube ich, hergekommen. So, jetzt müssen wir hier nochmal uns rechts halten. Den waren wir auch noch nicht. So, hier waren wir wieder. Jetzt müssten wir eigentlich alle hier erwischt haben. So rein von der Theorie her. Hier könnte man nochmal gucken. Hier auch nochmal rechts. So, jetzt müssen wir es aber haben. Genau so. Und zwar, das erste Geheimnis ist. Das müsste hier oben sein. Genau. Also Klotz mit einem Blutfleck an der Wand. Die gibt es hier aber im Dutzend Billiard, also von daher. Kann man sich daran leider nicht orientieren. Aber ja, jetzt geht hier dieser Seetangmist wieder los. Oder die Ranken. Das Gebiet hier ist auch nicht gerade klein. Man noch mal speichern. Sicher ist sicher. So, da hinten dachte ich erst, da stehen welche. Ist aber nicht. Sind drei extra Leben. Die kamen mir beim Vorspielen wie gelegen, weil da war ich irgendwie auf 14 Health runter. 14 Health runter. Und da war ich dann wieder bei 100. Da ging es dann wieder einigermaßen. Und auch hier gilt wieder immer schön an einer Wand langhalten. Und irgendwann kommt man dann wieder raus aus dem Gestrüppbereich hier.
Jetzt zum Beispiel. So. Hier unten gibt es tatsächlich, also im gesamten Gestrüppbereich, gibt es kein einziges Geheimnis. Das kann man sich quasi kneifen. Das ist sehr angenehm. Aber es gibt hier oben noch welche. Warte mal. Und zwar müsste das hier sein. Genau, da. Auch wieder mit so einem Blutfleck an der Wand. Und den hier. Genau am Ende. So, warte mal, ich hake die hier mal ab bei mir. Und jetzt sind wir nämlich hier in dieser Kammer, wo wir uns eigentlich theoretisch gesehen, weil so dick sind wir nicht, durch die Säule hier quetschen könnten, aber praktisch geht's ja nicht. So, jetzt müssten wir eigentlich bei 4 sein, ne? Genau, 4 Geheimnisse. Hier den einen hab ich schon, jetzt weiß ich gerade nicht, welcher das ist. So, auf jeden Fall können wir jetzt erstmal wieder raus hier. So, und jetzt können wir mal hier nach oben. Nee, 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 nee. Richtung der silbernen Tür, weil wir haben hier am Ende zwar hier auch nochmal Geheimnisse, aber man kann sich hier auch tatsächlich selbst blockieren, deswegen immer Obacht. So, den, dann den. Und den. Jetzt kommen wir hier raus. Das heißt, wir haben die oberen drei. Wir haben quasi nur noch 2 Seitenräume. So, den silbernen Schlüssel haben wir immer noch nicht, also müssen wir ja nochmal weiter suchen hier. Jetzt gehen wir erstmal raus hier aus diesem Labyrinth. So, wir können aber hier unten das noch nehmen, wo man sich so richtig schön verbauen kann. Wir müssen unten durch die Tür. Warum müssen wir eigentlich nach unten durch die Tür und können nicht hier? Wir können auch hier lang. So. Und zwar. Nee, 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 nee. Wir müssen nach hier. Ist der Arm? Nee, nach links. Ach ja, genau, die Ecke. Da ist es. So, und zwar genau, wo wir jetzt hier stehen, sind 2 Blöcke hintereinander. Die könnte man theoretisch schieben, geht praktisch aber nicht. Speichern wir nochmal.
Ja, man hört also nicht dieses, sondern ein Nichts. Das heißt, da ist was. Das geht nur nicht in diese Richtung. So, man kommt dahin, indem man hier diesen Block, der hier so rausguckt, seitlich wegschiebt. Um Gottes Willen nicht nach da, da verbaut man sich alles, sondern seitlich. Am besten auch in diese Richtung, weil ich nicht weiß, wie lange weiter hier steht. Nachher fährt er nur bis hier und man blockiert sich auch wieder alles. Also am besten Richtung Norden drücken. So, und dann gibt es... Achso. Doch, das Ende. Genau. Hier, den nächsten Block. Und wir kommen in diesem Raum raus. Also das ist jetzt ziemlich eindeutig dann, ne? Wo man da drücken muss. So, damit haben wir die. Und jetzt kommen wir aber... hier unten hin. Und können den seitlich wegschieben. Und wir hatten es ja vorhin gemerkt, hier ist ja auf der Gegenseite, da ließ sich ja was nicht drücken. Den so schieben. So, damit haben wir diese beiden ebenfalls. So, es fehlen ja nur noch drei, das ist ja schön. So, die letzten drei, die sind zum Glück auch nicht mehr in diesem Labyrinth. Das heißt, wir können hier tatsächlich raus. Das ist auch sehr angenehm und das machen wir auch gleich mal. So, und zwar... wie waren das hier vorne? Stehen da welche? Nee. Jetzt erstmal der Schlüssel. Achso, doch, da ist aber ein Geheimnis. Und zwar hier der mittlere Block. Zwischen Fass und Käfig. Also da kommen wir rein, links, bumm, hier gleich drücken. So, dann ist man hier. Ich speichere nochmal. Genau, weil hier kann man nämlich auch nochmal drücken. Und wir sind in diesem Raum. Damit dürften wir jetzt eigentlich alle vier abgegrast haben. So, ich hake die mal ab. Damit fehlt eigentlich nur noch einer, ne? Genau. Und das Ding ist... hier, das müsste hier sein. Hinter den goldenen Türen, genau. Das heißt, da müssten dann eigentlich auch die letzten Gegner rumdümpeln. Oh. Genau, wir sehen hier schon, Nanu, lag da nicht ein Schlüssel? Doch, da ist irgendwie so ganz, ganz doof draufgefallen. Zwei Gegner fehlen noch. Und wir können hier einen Block verschieben. Den da. Jetzt haben wir den silbernen Schlüssel.
So, das heißt, wir haben jetzt alle Geheimnisse. Das ist schön. Und wir haben alle Schlüssel. Das heißt, und nur noch zwei Gegner. Das heißt, wir müssen jetzt hier nach oben. Und das ging hier unten durch. Und das waren sie, die letzten beiden. So, dann gucken wir, ob ich alle Schätze erwischt habe. So muss das aussehen. Da freue ich mich doch sehr. Gut, dann verabschiede ich mich in diesem Video und wir sehen uns im nächsten Video fürs nächste Level wieder. Also, bis gleich. Tschüss.